Zunächst einmal so, in einer Marktwirtschaft ist Konkurrenz wichtig und belebt das Geschäft, wie man im Deutschen sagt. Also Konkurrenz fördert das Besserwerden. Und deswegen ist Konkurrenz nicht etwas, was uns beunruhigen sollte, sondern was Ansporn sein sollte. Deutschland als Land mit einem hohen technologischen Niveau muss immer wieder sich neu in Frage stellen lassen und neu entwickeln. Und deswegen halte ich gar nichts davon, Chinas Möglichkeiten einzuschränken, etwa durch protektionistisches Verhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und China bleibt wichtig, weil Deutschland braucht die Märkte. Denken Sie an die Automobilindustrie, an den Maschinenbau. Und mehr geht man dazu über, dass wir nicht nur den Markt in China haben wollen, sondern auch dort produzieren. Bis weit hinein in den deutschen Mittelstand. Und daran sollte sich sinnvollerweise nichts ändern. Ich kann nicht dazu raten, dass Deutschland sich irgendwie an einem Handelskrieg mit China beteiligt. Das würde uns allen schaden. Ich rate nicht dazu, irgendetwas zu ändern, was alle Bundeskanzler wie auch die Bundeskanzlerin immer für richtig gehalten haben, nämlich das Festhalten an der Ein-China-Politik. Das sollte auf keinen Fall geändert werden, denn das hätte nicht gute Folgen sowohl für China als auch für Deutschland. Ich finde, dass diese Diskussion richtig und wichtig ist. Auch die Frau Bundeskanzlerin hat einmal bemerkt, wir können uns nicht mehr auf unsere Bündnispartner wie in früheren Zeiten verlassen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, selbst tätig zu werden, wenn es denn nötig ist. Afghanistan zeigt, dass der überhastete Rückzug der Amerikaner ohne Konsultationen mit den Verbündeten ein strategischer Fehler gewesen ist und er darf sich nicht wiederholen. Und er wird sich dann nicht wiederholen, wenn Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik unabhängiger wird, als es bisher gewesen ist. Das ist meine Meinung dazu.